So, hier lässt sich das doch wunderbar sitzen, außer man wird nass gespritzt von der Sprinkleranlage. Okay, also schöne Grüße aus dem Labyrinth von der Akademie für Lernmethoden. Und da man auch ein bisschen was lernen soll, hier gibt es hier zum Beispiel neuerdings auch ein Mindmap zum Thema Insektenhotel, warum man sowas vielleicht anlegen sollte und vor allen Dingen, wie man das macht. Denn tatsächlich ist ja so, dass 75% weniger Insekten auf dieser Erde sind, jedenfalls in unserem Bereich, in unserem unserer Region, als vor 30 Jahren. Und da muss man was tun dagegen. Und eins davon ist zum Beispiel, wenigstens die Wildbienen zu retten, denn die bestäuben unsere Obstbäume und ansonsten alle anderen Nutzpflanzen, also viel mehr als die normale Honigbiene sogar, ja, wenn man das weiß. Naja, und da kann man ja ein bisschen nachhelfen und sagen, okay, wir bauen euch ein Insektenhotel. Und jetzt kriegen wir mal einmal rum um das Insektenhotel. So. Und unseres sieht dann so aus. Villa Ohrwurm. Na dann, bis zum nächsten Mal, euer Jens.